Mann, ich verliere wirklich langsam die Geduld. Wirst du jetzt endlich das tun, was du schon seit Wochen versprichst? Ich werde wirklich langsam böse. Ja, was ist denn hier los? Seit Tagen verspricht er, sein Zimmer aufzuräumen. Aber der feine Herr Sohn behandelt mich, als sei ich Luft. Marc, du tust jetzt sofort das, was deine Mutter dir gesagt hat. Ab mit dir! Kein Bock. Es ist zum Verzweifeln. Marc, du gehst jetzt sofort nach oben und räumst dein Zimmer auf. Ich warne dich. Halt doch die Schnauze. Gut. Du hast es nicht anders gewollt. Willst du mich jetzt übers Knie legen und mir den Hintern versohlen? Es tut mir leid, aber du lässt mir keine andere Wahl. Bevor deine Mutter und ich Sex haben, errege ich sie, indem ich ihre Brustwarzen leicht mit meiner Zunge massiere. Das ist ja ekelhaft. Deine Mutter liebt außergewöhnliche Stellungen. Sie ist da sehr experimentierfreudig. Am liebsten hat sie es, wenn... Boah, das ist ja widerlich. Du hast gewonnen. Räum dein Zimmer auf. Und danach wäschst du noch das Auto. Spinnst du? Immer wenn wir Oralverkehr haben, ja, dann... Ja, okay, okay.